Bürgerwelle. 98.0 Pure FM und OSF 2, das Frankfurter Fernsehen. Coronavirus aktuell. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute bei Coronavirus aktuell einmal unterwegs für Sie und zwar im Geschäft Euronix XXL Eisenhüttenstadt. Denn die Geschäfte dürfen ab Mittwoch wieder öffnen, natürlich unter gewissen Voraussetzungen. Wir sind heute hier mit den Mitarbeitern zu sprechen über die Zeit vor Corona, wie Corona ihre Arbeit eingeschränkt hat und wie es jetzt weitergeht. Ja, dann haben wir auch schon den ersten Mitarbeiter, Mario, Mitarbeiter bei Euronix XXL in Eisenhüttenstadt. Ja, erklär doch mal ganz kurz die Situation, wie hat es bei euch denn angefangen? Corona kam, es war noch nicht ganz klar, ob die Läden schließen müssen und ihr habt denn eigentlich am Anfang sogar noch offen gehabt. Ja, genau, so war es eigentlich. Nachdem die Meldung dann kam in der Presse, wusste keiner, wer was, wie, wo sollte was machen. Also gab es da letztendlich ein Management hier, das erstmal alle geholt hat und gesagt hat, okay, ihr könnt erstmal noch aufmachen. Das haben wir dann auch getan, 2 Tage. Und dann kam natürlich das Ordnungsamt und hat gesagt, das geht nicht, ihr müsst zumachen. Also von heute auf morgen quasi wussten wir jetzt alle nicht mehr, was, okay, wie soll man es arbeiten? Ich stand da mitunter schon dann hier mitten im Dunkeln, weil darf ja nichts mehr an sein. Und habe gewartet, dass mal ein Kunde anruft oder eine E-Mail schreibt halt. Ja, ihr seid ja sozusagen auch Service-Dienstleister. Diese Dienstleistung durfte ja weiter betrieben werden. Wie hat sich das angetan bei euch im Geschäft? Ja, am Anfang kam erstmal gar nichts rum. Weil wir mussten erstmal warten, haben auch vorne extra Schilder reingemacht, dass sie bitte anrufen sollen, die Kunden, oder eine E-Mail schreiben, beziehungsweise auch klopfen. Dann konnte man so, ich sag mal so, kontakttechnisch irgendwie Bestellungen entgegennehmen. So haben wir es auch getan, haben die dann auch mitunter ausgeliefert, weil die Dienstleistung durften wir in dem Moment erbringen. Wir haben auch viele Leute gehabt, die tatsächlich, wo der Kühlschrank kaputt gegangen ist, wo die Waschmaschinen kaputt gegangen sind. Und wir haben auch viele Leute gehabt, die extrem dankbar waren. Wir hatten sogar Kunden gehabt, die haben tatsächlich geweint und waren hoch oft glücklich, dass wir die noch beliefern durften. Und ja, so ging es dann halt so, ich sag mal, peu à peu, hatten wir... Ist ja wirklich so, viele Menschen sind darauf angewiesen auf Hilfe, ältere Menschen kommen mit der modernen Technik oftmals nicht klar und wenn man dann wirklich keine Hilfe hat, dann ist man auf gut Deutsch aufgeschmissen. Wie war das denn mit den Menschen? Warum war die Frau zum Beispiel so emotional? Ja, weil man erstmal gemerkt hat, auf was für Technik man eigentlich heutzutage angewiesen ist. Ich meine, nicht jeder hat mehr einen Eisschrank zu Hause. Ne? Deswegen, gerade die ganzen Hamsterkäufe, die Leute haben natürlich gebunkert. Jetzt geht der Kühlschrank kaputt. Die kriegen erstmal einen Herzanfall, weil jetzt verderben die Lebensmittel mitunter. Ne? Oder die Waschmaschine. Gerade Leute wie diese eine Kundin, die wir hatten, die war Risikopatientin, die kam auch definitiv von vornherein mit Mundschutz her. Die muss sogar so oder so, unabhängig von Corona, regelmäßig ihre Wäsche waschen, damit sie, weil die ein sehr schwaches Immunsystem hatte. Okay. Und jetzt ging die Waschmaschine bei ihr auch noch kaputt. Das und gerade die Frau musste herkommen in den Laden, um sich Hilfe zu suchen. Bei ihr ging es um Leben. Ja, schlichtweg. Also das stellt man sich gar nicht so einfach vor. Im normalen Alltag sagen wir, okay, dann verzichten wir halt mal auf gewisse Technik. Aber es gibt auch Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind. Jetzt stehen wir hier bei euch im Eingangsbereich. Wie schützt man sich denn eigentlich jetzt ab sofort? 1,50 Meter bleibt ja trotzdem Mindestabstand, den man einhalten muss. 20 Quadratmeter pro Person. Das würde ja bei euch bedeuten, 40 Menschen dürften gleichzeitig rein. Wobei da auch noch die Frage ist, zählt euer Personal dazu? Das ist eine gute Frage. Die Info haben wir nirgendwo erhalten. Es heißt immer nur, es dürfen sich nicht mehr wie 40 Personen aufhalten. Theoretisch sind wir dazugezählt. Also müssen wir das jetzt mal so mit überwachen. Das heißt, die Abteilungen selber gucken immer mit rüber. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Das kommt, am Summe eigentlich 18 Stück. Aber wir sind ja nicht alle da. Ja. Sowieso nicht. Aufgrund der ganzen Geschichte gerade sind wir nur ein paar Leute, meistens so 1-2 Leute pro Abteilung im Höchstfalle. Also ich rede ja vielleicht von 5 Leuten maximal, die vielleicht jetzt da sind. Das lässt sich immer noch alles kalkulieren. Aber 40 Leute hier reinzukriegen, könnte vielleicht am Montag früh immer so stoßweise sein, aber dann ist auch eigentlich wieder vorbei. Dann kommt das immer so gemäßigt alles an. Wie ist es denn so regulär, wenn ihr jetzt, also Corona gäbe es jetzt nicht, wie war das denn sonst? Also wie viele Menschen waren denn immer gleichzeitig hier drin? Das kann ich gar nicht sagen. Also aber waren es schon so um die 40 oder mal weniger? Oder nee, mehr? Ich würde sagen, so im Durchschnitt vielleicht 25. Okay, also sollte kein Problem sein. Das hat sich über den ganzen Tag immer so verteilt. Klar, gegen Abend ist halt nicht viel los mehr gewesen, aber das kommt so hin. Jetzt sehen wir hier schon im Hintergrund, da gibt es eine Art Niesschutzmauer, für den Verkauf. Wie wird es denn hier gehandhabt? Der Kunde kommt hier ganz normal her?
Genau so ist es. Also wir lassen auch nur eine Kasse offen. Das heißt, wir haben hier einen fliegenden Wechsel mit der Kassiererin, damit sie letztendlich geschützt ist. Weil es gab auch leider ein paar Leute, die wollen immer gerne um die Ecke gucken. Ja. Deswegen muss man das ein klein bisschen verbreitern. Ich sag mal so, es ist nicht das Schönste, aber es ist funktional und das ist das Hauptsächliche. Mhm. Ansonsten haben wir vorne auch extra nochmal einen Abstand hingemacht. Wir haben auch nochmal darauf hingewiesen auf den Abstand. Wir haben Desinfektionsmittel drauf liegen. Also im Prinzip alles, um die Kassiererin vorne zu schützen auf alle Fälle. Mhm. Weil das, anders geht's gar nicht. Kommen wir mal auf eure Arbeitsfläche zu sprechen. 800 Quadratmeter sind erlaubt. Ihr seid etwas größer? Ja, wir haben komplett alles abgesperrt hinten, was zu viel ist. Wir haben sogar noch ein bisschen mehr abgesperrt, um einfach großzügiger zu sein. Haben auch hintenrum die Waschmaschinen, die Kühlschränke mit zusätzlich vorgefahren, weil es dann wirkt wie eine Wand. Also da darf dich nicht keiner mehr durch, außer natürlich das Personal selber. Und dann sehen wir weiter. Okay, wir schauen uns das einfach mal an. Genau. So, und da sind wir auch schon die Absperrmauer, wenn man so sagen möchte. Hier steht auch kein Durchgang, aber ihr habt offensichtlich getrennt. Hier geht es nicht weiter. Absperrband, überall hingestellt, die Technik. Aber man kann sie zumindest auch noch sehen. Ja, wie ist das jetzt hier hinten? Wie viel Quadratmeter habt ihr abgesperrt? Das müssten jetzt über 115 Quadratmeter mindestens sein. Weil, wie gesagt, wir haben ja mehr abgesperrt, als wir eigentlich müssten. Mhm. Was lässt sich mal ganz einfach rechnen, die ganzen Meter da oben, die blauen Schilder sind alles ein Meter, dann geht das an der Seite weiter. Es gibt so ein paar kleine Mini-Trenner noch, also wir kommen auf jeden Fall drüber. Okay. Ist das für euch jetzt ein Problem, dass hinten abgesperrt wird wegen der Technik oder kann man trotzdem als Kunde herkommen und sagen, ich interessiere mich für den Herd, ich kann hier was kaufen? Ich meine, die Kollegin wiederum, die wird dann dazu helfen, klar, aber die bleiben natürlich hier vorne die ganze Zeit. Die kann halt nur letztendlich von Weitem zeigen, da das Gerät haben wir, dass das kann es. Im schlimmsten Falle können wir das Gerät nehmen, bin ich der Meinung, und schieben es komplett einmal vor. Okay. Dass der Kunde halt tatsächlich nicht dahinter darf. Wieder Service bei euch. Genau. Jetzt ist ja die Frage, Corona wird ja morgen nicht zu Ende sein. Nee. So, jetzt ist der Sommer, steht vor der Tür. Viele Leute dürfen nur mal raus, um sich vielleicht mal frische Luft zu holen, zu joggen, ein bisschen Sport zu machen. Aber gerade ältere Leute, die interessiert das ja weniger. Die können zwar mal ein bisschen wandern gehen, aber dann ist man zu Hause, vielleicht in seiner 2-3-Zimmer-Wohnung und dann wird es heiß. Habt ihr vielleicht denn da auch schon mal was im Angebot für? Ja, momentan haben wir leider nur noch wenige Klimaanlagen. Lüfter sind leider noch nicht eingetroffen aufgrund Corona, weil es überall hängt. Wir wissen allerdings nicht, wo es hängt. Wahrscheinlich irgendwo bei den Grenzen, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Aber es ist vieles noch bestellt. Vieles im Rückstand leider. Mhm. Also wir können nur noch hoffen und abwarten. Also ich hoffe, wir haben jetzt nicht aufgerufen zu Hamsterkäufen für Klimaanlagen. Aber es ist, glaube ich, ein Thema, oder? Ja, wir warten vor allem, muss man schon sich überlegen. Wir haben im Januar bestellt schon. Ja, dann sind wir auch schon wieder vor dem Geschäft. Mario, ab wann geht's bei euch direkt los? Morgen ab 9 Uhr haben wir offiziell wieder geöffnet. Also Mittwoch 9 Uhr geht's los? Genau. Wie lange habt ihr denn geöffnet? Das steht noch ein bisschen aus, aber wir schwanken gerade zwischen 18 und 20 Uhr. Ja. Aber so sind wir flexibel, können wir noch sagen. Notfalls würden wir natürlich an der Scheibe geänderten Öffnungszeiten ranschreiben, aber wir überlegen halt. Also täglich kann man hier gucken, wann ihr denn wieder erreichbar seid. Genau. Ja, man sieht's, da steht's auch schon, wann ihr geöffnet habt. Wir wünschen euch erstmal viel Erfolg bei der Neueröffnung. Ja. Vor allem, dass die Kunden kommen, nicht zu viele Kunden, ja, dass ihr das auch noch handeln könnt. Und ja, liebe Zuschauer, die Wirtschaft sollte langsam wieder ins Laufen kommen. Wir wünschen Ihnen bis dahin viel Spaß beim gesitteten Shoppen. Oderwelle 98.0 Pure FM und OSF 2, das Frankfurter Fernsehen. Coronavirus aktuell.